Alles in Ordnung? Sean hat eine zweite Energiequelle gefunden. Ich bat Rebecca, uns einen Flug zu buchen. Und wohin? Brasilien. Bist du da, Rebecca? Schlechter Empfang. Hörst du mich? Ja, schön, dass das so gut funktioniert. Schätze, ich rufe zurück, wenn ich oben bin. Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Iron Talked Assassin's Creed 3. Wie ihr seht, sind wir gerade in Brasilien. Wir werden auch gesucht. Ja. Also sie wissen Bescheid, dass wir hier sind. Und... Ah, ich dachte, ich kann untergehen in der Menge. Schade. Ja, wir werden gesucht. Suchen die nächste Energiequelle. Und... Das heißt... ganz ruhig bleiben. Wir werden bestimmt auf den einen Typen treffen hier. Auf den, ihr wisst schon, wen ich meine. Ja. Hörst du mich jetzt? Laut und deutlich. Gibt's einen Plan? Unseren Daten zufolge trägt das hübsche Frauchen eines Geschäftsmanns die Energiequelle um den Hals. Wir arbeiten daran, sie aufzuspüren. Aber sie ist vermutlich in einer VIP-Loge, oberen Teil des Stadions. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Fehlt nur noch ein Ticket. Zum Kaufen haben wir keine Zeit. Klau einfach eins. Das ist aber nicht nett. Du kannst auch versuchen, dich an der Security vorbeizuschleichen. Billetti, por favor. Ja. Wir schleichen dran vorbei. Nicht klauen. Mal gucken. Kann ich überhaupt hier schauen, wer eins hat? Nö. Das heißt, wir schleichen uns auf jeden Fall dran vorbei. Ja. Ich wollte gerade sagen, Enzio, pass bloß auf, was du machst. Oh. Das ist keine normale Security. Weil es keine ist. Das sind Abstergo-Agenten. Cross ist vermutlich auch hier, du musst aufpassen. Genau, Cross. So war der Name. Lass dich nicht sehen! Jaha. So. Dein Ziel ist definitiv in der VIP-Zone. Der Eingang ist am Ende dieser Halle. Am Ende dieser Halle. Laufen, laufen, laufen. Ach, echt, danke. Das weiß ich, Rebecca, das habe ich mitbekommen. Ja, komm hierher. Bleib schön in der Menge, dann ist alles okay. Oder suche einen Weg außen. Im Ernst, was soll das mit den Stadien und den Pinkelrinnen? Das ist ekelhaft. Und wer hat sich das ausgedacht? Die sind zeit- und kosteneffizient. Ich sehe hier nicht mal eine Kabine. Was, wenn ich einen abseilen muss? Ja, dann schalte doch bitte das Mikro ab. Würdest du... Aber recht hat er. Ich komme näher. Scheiße. Noch eine Kontrolle. Du musst einen anderen Weg finden. Die Security ist hier. Vorsicht, die haben deine Spuren. Ja, ich bin ja schon vorsichtig. Como assim? Trabalho aqui há 15 anos e nunca vi nada como isso. Quem vocês pensam que são? Achso. Nur drauf zulaufen. Olha, aconteceu, só isso. A gente não queria que acontecesse. Só aconteceu. Sinto muito. Sente muito? Ela é minha irmã, cara. A porra da minha irmãzinha. Okay. Fast geschafft. Sie ist
nur auf der anderen Seite des Stadions. Ja, nur auf der anderen Seite. So, da vorne ist eine Security. So. Bitte nicht. Hier war keine Tür, wo ich reingehen kann. Hm. Oh. Okay. Die Stege als Übergang, okay. Also hier entlang. Du bist jetzt ganz nah. Die Energiequelle ist in einem der Räume da oben. Da oben wahrscheinlich, ja. Hm. Als von da drüben kam ich. Ach so, oh. Ich kann nur hier entlang gehen. Na gut, dann halt hier entlang. Also keiner von denen bestimmt. So. Ah. Nein. Cross. Ja. Wenn er mit dem Artefakt entkommt, war's das. Das darf nicht passieren. Ey! Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Mann! Den Weg, verdammt! Schnappt ihn euch! Mensch, jetzt. Ach, Mist. So, komm du auch her. Das war, glaube ich, jetzt nicht so geplant. Ali ist da! Okay, also Metro, ich halte den Zug für dich an. Ja, ich weiß nur nicht, wo lang. Metro! Aquele cara tá maluco! Alguém chama a segurança! So. Geht mir aus dem Weg! Aus dem Weg! Geschafft. Puh. Ganze Aktion. 9 Minuten. Rein und wieder raus. Oh Mann, 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 Mann. So, das heißt, nächste Energiequelle einsetzen. Wir können zurück zu Connor, wenn du bereit bist, Desmond. Oder du schließt zuerst die Energiequelle an. Entscheide du. Das mache ich zuerst. Schließlich haben wir sie geholt. Das heißt, erstmal anschließen. So, das weiß ich. Das war nämlich hier entlang. Hier haben wir nämlich abgebrochen. Auf dem halben Weg, glaube ich. Deswegen weiß ich nicht, ob Minerva oder, ja, Minerva noch was sagen tut. Oder ist es Juno? Jetzt? Ich weiß gar nicht mehr. Ah, das werden wir eh gleich sehen, also. So, zack, hier rüber. Das war ja alles easy peasy. So.
Jetzt müssen wir irgendwie da drüben hinkommen. Okay, jetzt lasst mal mich ganz kurz gucken. Auf die Höhe müssen wir rüberkommen. Hier durchquetschen kann ich mich nicht, ja? Nee. Zu schön, um wahr zu sein. Auch nicht. Da nach oben können wir nicht. Oh, Auge, okay, ein Moment. So. Okay. Wir brauchen irgendwie einen Sprung nach oben. Halt. Wir gehen mal ein Stockwerk, oder? Nee, hier können wir nicht mehr gucken. Das heißt, wir gehen jetzt nur ein Stockwerk runter. Das heißt, wir müssen eins hoch. Und gucken, ob wir hier irgendwie einen Eingang finden. Nö. Achso, halt. Nö, auch nicht. Hier, nö. Irgendwo muss er hier... Okay. Irgendwo hier muss ein Eingang sein. Nee, ganz runter wollen wir hier nicht. Oh, hier sieht es doch nach einem Eingang schon mal aus. Und... eine Sackgasse. Aber das sieht aus wie so ein Laden hier. Hier so die Regale. Hier die Verkaufstheke. Könnte sein. Na gut. Nö. Na. Auch nix. Wir müssen also doch wahrscheinlich ganz runter, ha? Irgendwas finden. Na gut. Da ist nix. Hier geht's doch schon mal rein. Und hier ist offen. Sehr schön. Aha. Wir haben's doch gefunden. So. Ach, das war ja einfach jetzt. Ach, war gar kein Gequatsch mehr von Juno. Schade. Na gut. Die nächste Quelle. So. Es fehlt nur noch eine. Dann haben wir alle drei. Welche Geschichte der Tempel mir heute wohl erzählt? Da hinten ist die letzte. Okay. Und ein Treppenaufgang. Okay. So, aber bevor ich da hochlaufe, muss ich erst die Energiequelle haben. Halt, halt. Weil ich nämlich wissen will. Halt, wo sind wir denn jetzt hier reingekommen? Nämlich gerne wissen möchte. Erst wenn ich die Energiequelle habe, sozusagen. Ja, vorher möchte ich da nämlich nicht entlang rennen. Weil. Das heben wir uns dann für die Energiequelle sozusagen auf. Ja. So, das heißt, das haben wir alles ver... Okay. Ich sag's dir, hier unten ist was. Sei nicht albern. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie geschlafen oder so und wir haben sie geweckt. Eine Art Kryotechnik. Oder Winterschlaf. Ich meine, woher sollen wir wissen, was die hier unten gemacht haben? Sie arbeiteten an mehreren Lösungen, aber keine klappte. Sie gingen von einer zur nächsten und dann... ich weiß nicht. Irgendwann verschwanden sie. Nach dem Ende. Ich frage mich, wie die Welt aussehe, hätten sie Erfolg gehabt. Ich sorge mich mehr darum, was ist, wenn wir keinen haben. Erlösung. Sie fanden einen Weg. Zu spät für sie, doch nicht für euch. Ein Siegel beschützt es. Doch euch steht es im Weg. Findet den Schlüssel. Die Vergangenheit verrät es. Ah, also, wir müssen rein, um sozusagen den letzten Schlüssel zu finden, weil dieses Siegel, das Tor, uns den Weg zum Erfolg versperrt. Geil. Mach mal. Sieh mal an. Ich habe eine dritte Energiequelle. Was? Schon? Die ist schon vor einer Weile aufgetaucht, aber ich konnte es erst jetzt bestätigen. Wo? Sie wird wohl in einem Museum in Kairo ausgestellt. Ja, dann muss Connor wohl warten. Nein, du bleibst. Wir brauchen den Schlüssel und die Zeit läuft uns davon. Ich erledige das. Was ist mit Cross?
Es wird schon alles gut. Ich bin bald zurück. Oh, okay. Ich bin dann soweit, Desmond. Der Winter naht. Die Luft ist still und voller böser Vorahnung. Die anderen spüren es auch und gehen mit ungewohntem Eifer ihrer Arbeit nach. Ich möchte helfen. Doch dringendere Angelegenheiten erfordern mein Eingreifen. Die Templer haben George Washington ins Auge gefasst und werden nicht ruhen, bis er tot ist. Ich hatte gehofft, diese Tatsache vor ihm zu verbergen, aber Thomas Hickey machte mir einen Strich durch diese Rechnung. So beschloss ich, ihm alles zu erzählen. Von den Templern, ihrem Plan und von mir. Achilles meint, das sei ein Fehler. Und wir streiten jeden Tag. Doch es steht zu viel auf dem Spiel, um es jetzt noch zurückzuhalten. 2 Jahre ist jetzt her. Oh, er geht. Tu das nicht, Connor! Was schlägst du denn vor zu tun? Abwarten, während die Templer alles an sich reißen? Wir schworen, sie aufzuhalten. Hast du das vergessen? Assassinen sollten leise arbeiten, präzise. Wir ziehen nicht umher und schreien es von allen Dächern jedem zu, der hinhört. Ausgerechnet, du hältst deine Predigt? Du hast dich in dieses verfallene Loch verkrochen und die Bruderschaft völlig aufgegeben. Seit meiner Ankunft hier tust du nichts, als mich zu entmutigen. Und im seltenen Fall, dass du mal geholfen hast, hast du so wenig getan, dass du es dir auch hättest sparen können. Du wagst es! Dann sag, unter wem geriet die Bruderschaft ins Wanken? Wer erlaubte es dem Templerorden, so groß zu werden, dass er ein ganzes Land kontrolliert? Wenn ich dich davon abbringen wollte, dann weil du nichts wusstest. Wenn ich zögerte, dir zu helfen, dann weil du naiv warst. 1000 Mal wärst du gestorben und hättest Gott weiß, wie viele mitgenommen. Lass mich dir eines sagen, Connor. Das Leben ist kein Märchen und es gibt kein glückliches Ende. Nein, nicht wenn Männer wie du das Sagen haben. Wenn du so die Welt retten willst, Bursche, gib Acht, dass du sie nicht zerstörst. Ha! Oh. Okay. Haben die sich ein wenig zerstritten gerade? Na gut. So. Das heißt, wir reiten jetzt zurück wieder im Schnee. Ich guck mal ganz kurz, wo wir hin müssen. Da nach hinten. Wir haben jetzt hier keine... Nö, keine Stadtmission. Das heißt, auf zur Hauptmission. Okay, das heißt, wir beeilen uns. Wartet mal. Gibt's irgendwas bei uns im Dorf zu bequatschen? Yay. Okay. Das heißt, wir machen Abstecher erst ins Dorf. Oder? Ah, nee. Die Zeit rennt. Na gut, wir machen die Hauptmission. Ich glaube, Connor hätte sie jetzt eh nur unterrichtet, was bisher alles geschah und was er noch machen muss, um damit sie sicher sind wahrscheinlich. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Ja. Weil es geht ja darum immer noch, dass das Volk sicher ist, dass die Höhle sicher ist und das ist der einzige Grund, warum er diesen Assassin aufgesucht hat. Attila. Nee, Achilles. Entschuldigung, nicht Attila, Achilles. Und, ja, was soll's. Wisst ihr was? Wir reiten hier querfeldein. Das ist Fakt. Ich habe nämlich keine Lust, hier quer jede Straße zu nutzen und dann halt, ja. Wir reiten jetzt hier querfeldein. Ah, rüber hier. Sehr schön. Nee, hier runter wahrscheinlich. Am besten. Ja, hier kommen wir mit dem Pferd rum. Sehr gut. Achso, ein Stein ist am Weg. Deswegen. Ach ja. Ach, guck mal. Nur noch 1000 Meter haben wir vor uns. So. Der Hase läuft. So. Ja, sonst gibt's einiges. Ja, wie gesagt, dieser Zeitdruck, den ich im Moment jetzt habe... wir müssen mal hier irgendwie zwischen den Felsen dann durch versuchen. Ah, hier ist so ein Trampelpfad. Ja, wie gesagt, dieser Zeitdruck, den ich habe, es kommt halt von der Arbeit. Und
Ich kann euch noch nicht mal sagen, wann ich demnächst dann wieder Zeit habe, eigentlich zum Zocken. Und das wird sich, wie gesagt, sehr stark hinziehen. Von der Zeit her. Und damit es halt, ja, ihr was zum Gucken habt, ja, und ich arbeiten kann, sozusagen, Menno. Jetzt steht das Pferd hier oben fest. Muss ich eben halt auch ein bisschen voraufnehmen und ein wenig mehr auf Druck machen. Weil, wie gesagt, ich weiß nicht, wann ganz genau, ja, ich wieder Zeit habe, aber ich versuche, dann wieder Folgen dann aufnehmen zu können, die nicht im Voraus aufgenommen sind. Um eben halt auch alles sozusagen so ein bisschen Spaß wieder zu haben dabei. Ja. Aber wie gesagt, Arbeit ist ein wenig stressig. Und nur deswegen. Ja. Das wird sich ja auch noch nicht die ganze Zeit hinziehen, das wäre ja Quatsch. Nein, das nicht. Oh. Wir brauchen eine. Ach, sei still, Wolf. Wir brauchen irgendwie eine Brücke. Sei still, Wolf. Wir reiten doch weiter. So, ja. Ansonsten, müsste ich wahrscheinlich zwischen den ganzen Folgen jetzt hier eine ziemlich lange Pause machen. Wenn es so sein soll. Ja. Auf jeden Fall abgesagt ist das Let's Play hier nicht. Ja. Das werden wir bis zum Ende durchführen. Definitiv, weil wer tut denn mitten in einer Story aufhören? Also, was soll denn das, ja? Also, das machen wir natürlich nicht. Oder ich, ja? So. Ja, ansonsten, mal schauen, was dann noch so kommt. Wir brauchen eine verdammte Brücke! Bin ich jetzt so blind? Oder habe ich die einzigste Brücke übersehen? Hm. Wir laufen doch schon die ganze Zeit am Wasser entlang. Hier müsste mal eine Brücke kommen. Obwohl, warte mal, ich nehme mal das seichte Gewässer hier. So. So, so, okay. Halt, wartet mal. Gibt es hier irgendwie... Ne, es gibt es nicht. Sowas, okay. Also ich dachte, so Aussichtspunkte zu finden. Oh, wir sind im Lager. Irgend so ein Lager angekommen. Der Amerikaner. Der Freiheitskämpfer. Der Patrioten. Yay. Okay. Nun gut. So, George Washington, hä? Huh? Yep. Commander? Connor. Etwas Neues zu Lee? Noch nicht. Verzeih mir bitte, ich war abgelenkt. Einige Nachschubkarawanen für das Lager sind verschwunden. Jemand hat uns verraten. Ein Verräter namens Benjamin Church, gerade freigelassen worden, ist auch verschwunden. Das hängt doch bestimmt damit zusammen. Was hat er verbrochen? Man erwischte ihn, als er den Loyalisten unsere Truppenstärke verriet. Oh. Einschüchterungstaktik, sagt er, um Krieg zu verhindern. Eine Lüge. Ich werde Church für dich finden. Warum? Hast du einen Grund zu helfen? Ist das wichtig? Wie du meinst. Ich hörte von Zwischenfällen entlang der südlichen Straße. Vielleicht ist er verantwortlich. Ich schlage vor, du beginnst deine Suche dort. Na ja. Okay. Können wir noch reden? Ah, Connor. Was haltet ihr von meiner Arbeit bisher? Die Männer sind stärker, fokussierter. Es ist gut, dass du hier bist. Zu freundlich. Gott weiß, meine Reise war äußerst unsicher. Wir haben viele eigenartige Dinge probiert, um hierher zu kommen. Ich kleidete mich als Frau, Connor, um britische Spione zu täuschen. Ah ja. Wusstet ihr das? Das ist mir neu. Als eine Frau, sagst du?
Es ist wahr. König George hatte unsere Überfahrt bereits in Bordeaux gestoppt und drohte, mein neues Schiff, La Victoire, zu kapern und mich zu verhaften. Aber ich bin ein sturer Bock und ließ mich nicht davon abhalten. Also ritten wir nach Spanien und bezahlten dort für die Überfahrt. George Spione hatten uns auf Schritt und Tritt verfolgt. Eine Verkleidung war die einzig verbliebene Chance. Mon Dieu. Niemand bezweifelt deine Hingabe. Du bist von unschätzbarem Wert für die Sache. Du tatest, was getan werden musste. Ich bin sicher, ich hätte dasselbe getan. Aber natürlich hättet ihr. Das ist das Mindeste. Okay. Naja, dann... Ein Franzose, der sich als Frau verkleidet hat. Ja, dann gehen wir mal los. Ab in den Wald, hä? Ja gut, man sieht ja jetzt, wo wir langlaufen. Das ist natürlich sehr hart. Die Fußspuren. Aber... Ah ne, ich kann nicht einfach sagen. Ich geh mal hier den zweiten Weg hoch. So. Okay. Jetzt können wir nämlich hier... da entlang. Ich versuche nämlich gerade die Fußspuren zu vermeiden. So. Okay. So sieht uns keiner oder weiß keiner, dass wir hier lang gelaufen sind. Na, gewieft, hä? So, da lang müssen wir. Oh. So. Ach, Mist. Wir kommen auch sonst nicht weiter. Na gut. Hey, wir sind aber ziemlich weit gekommen. Also, keiner wusste, wohin wir sind. Halt, wartet. Hahaha. So. So, geschafft. Oh, da oben. Ja. Sein Vater. Connor. Ein letztes Wort? Warte. Eine schlechte Wahl. Willst du Church überwachen? Aufpassen, dass er genug stiehlt für deine britischen Brüder? Benjamin Church ist kein Bruder für mich. Auch die Rotröcke nicht und ihr närrischer König. Ich rechnete mit Naivität, aber das... Die Templer kämpfen nicht für die Krone. Wir wollen dasselbe wie du, Junge. Freiheit, Gerechtigkeit, Unabhängigkeit. Aber... Aber was? Johnson, Pitcairn, Hickey. Sie planten Land zu stehlen. Städte zu plündern, den Mord an George Washington. Johnson wollte Land besitzen, nur um es zu schützen. Pitcairn wollte die Diplomatie vorantreiben, die du verpfuscht hast, um einen Krieg vom Zaun zu brechen. Und Hickey? George Washington ist ein schlechter Führer. Er hat beinahe jede seiner Schlachten verloren. Der Mann ist gezeichnet von Wankelmut und Unsicherheit. Sieh dir nur Valley Forge an und du musst mir recht geben. Ohne ihn sind wir alle besser dran. Hör zu. Ein Kämpfchen mit dir in allen Ehren. Aber Benjamin Churchs Maul ist so groß wie sein Ego. Du willst die gestohlenen Vorräte. Ich will ihn bestrafen. Unsere Absichten sind im Einklang. Und was schlägst du vor? Waffenruhe. Etwas gemeinsame Zeit tut uns gut. Nun... Du bist mein Sohn, trotz allem, und könntest von deiner Ignoranz befreit werden. Oder ich töte dich, wenn du magst. Exzellent. Sollen wir dann? Weißt du denn, wo wir Benjamin Church finden können? Ich fürchte nicht. Ich hoffte, er oder einer seiner Männer würden hierher zurückkehren. Ich kam aber leider zu spät. Sie waren hier und haben alles mitgenommen. Vielleicht kann ich seine Spur aufnehmen.
Jetzt arbeiten wir auch noch mit Papa zusammen, so ungefähr. Ah ja, auch mal was Nettes. Obwohl ein Templer ist, ja. Er steht trotzdem auf der Abschussliste. Es war Proviant in diesen Kisten. Außerdem ärztliche Ausrüstung und Kleidung. Liebe Wachen, ihr wollt doch nicht, Soldaten, ihr wollt doch hier nicht, ja? Das heißt, wir können ja ein wenig schneller uns bewegen. Schnee hat die Spuren bedeckt. Doch noch ist genug zu sehen, um ihnen zu folgen. Okay. Da sind Spuren. Da ist der Wagen. Immer ich. Ich friere mich hier noch tot, wenn ich das nicht hinbiege. Gehörst du zu Ben Church? Sehr geschickt. Warum denn? Wer flieht, ja? So, hab ihn doch schon. Wegzulaufen war nicht klug. Was willst du? Wo ist Benjamin Church? Ich weiß nicht. Wir wollten zu einem Camp nördlich von hier. Da laden wir normalerweise unser Zeug ab. Vielleicht findest du ihn... Genug davon. Du hättest ihn nicht töten müssen. Verschwenden wir nicht unsere Zeit mit sinnlosem Geschwätz. Hol Churchs Männer ein, infiltriere ihr Lager und sieh, was du entdecken kannst. Was ist mit dir? Das spielt keine Rolle. Tu einfach, was ich sage. Tu einfach, was ich sage. Ja. Im Grunde genommen tut jetzt Connor sozusagen für die Templer arbeiten, ja. Unbewusst, ja, macht das jetzt und hilft sozusagen den Templern, ja. So. Ach ja. Er hat halt seinen Vater und seine Mutter verloren, ja. Die Ausbeute war gut diesmal. Ich hab Schwarzpulver in den Kisten gesehen. Dafür gibt es etwas extra. Church wird sich freuen und wir werden reich. Nicht im Heukarren verstecken. Die Yankees tun mir fast leid. Zittern und hungern da draußen. Ist ein mieser Abgang. Die müssen ja nur die weiße Flagge hissen. Das hätten sie schon vor langer Zeit tun sollen. Die ganze Kämpferei, das hilft niemandem. Die Krone gewinnt am Ende doch. All diese Leben verschwendet. Hallo, Ton. Haben wir wieder Tonprobleme, ja? Jetzt ist das Gequatsche irgendwo da hinten in der Kurve noch. Und wir fahren hier weiter. Ja, super, jetzt kriegen wir gar nichts mit, was gesagt wird. Ne, halt, wir nehmen die 4. Wir nehmen wieder unseren Pfeil, komisch. Diesen Wurfpfeil. Ja, super. Jetzt haben wir hier natürlich kein Gequatsche mehr drin. Naja. So ist es halt. Nicht im Konvoi verstecken. Hey, wo ist der Aufseher? Lagermitte, bei dem Baum. Nicht zu übersehen. Ich danke dir. Wenn du hörst, was er vorhat, bedankst du dich nicht mehr. Okay. Höchste Zeit, dass du auftauchst. Hör gut zu. Der Boss will, dass wir heute Nacht etwas Neues versuchen. Keine Konvois mehr. Wir plündern das Yankee-Lager direkt. Valley Forge. Okay. Genau das. Bist du dir sicher? Sicher oder nicht, ist nicht meine Entscheidung. Ich mache, was Church sagt. Wenn es dir nicht passt, geh zu ihm. Ist er hier? Natürlich nicht. Versteckt sich wohl in New York, sagt man. Und hält sich bedeckt. Schließlich will er nicht zurück in den Knast und so.
Okay, bin dabei. Okay. Wen haben wir da? Der ist ganz verdächtig ums Lager rumgeschlichen. Ist bestimmt ein Yankee-Spion. Nein, der ist was anderes. Was Besonderes. Ist es nicht so, Haytham? Church hat mir alles von dir erzählt. Dann solltest du es besser wissen. Du bist nicht in der Position, Drohungen auszusprechen, oder? Noch nicht. Ernsthaft, Leute? Wenn du mit diesen Flegeln fertig bist, treffen wir uns in New York. Was? Du willst einfach weg? Jetzt? Wenn du nicht mit ein paar Söldnern fertig werden kannst, dann sollten wir auch nicht zusammenarbeiten. Unglaublich. Na gut. Dann halt so. Ach, Mist. Entwaffnen und... Na los, kommt er. Könnte ihn erwischen. Komm her. So. Okay, Heuhaufen haben wir nicht und wir haben keine Leute eliminiert. Das ist natürlich doof. Das wusste ich ja jetzt gar nicht. Okay. Ja, Waschbär. Kannst fliehen. Ganz... Ja, dann gehen wir halt hier weiter. Obwohl. Ich gehe zur nächsten Mission. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ich dann da bin. Ja. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend und alles Gute und bis dahin. Ciao, ciao.